So, dann schauen wir uns das mal an von innen. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja? Bin unterwegs. Da ist absolut alles in Ordnung drin. Fahrzeug 15. Bombenalarm. Der Bombenleger ist auf der Flucht. Wieder. Festnehmen und abtransportieren. Und löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich, wenn nötig, um die Opfer. Einsatz Kampfmittel, Räumdienst, Regierungsbezirk Arnsberg. Fahrzeug 3. Fahrzeug 3. So, alarmieren wir hier mal den Löschzug von denen dahin, falls es brennt. Der andere ist ja noch im Einsatz, oder? Nee, doch nicht. Egal. Hier ist Florian Sauerland mit einer Alarmierung für die Feuerwehr Winterberg, Löschgruppe Zischen. Stellen Sie Einsatzbereitschaft. Aber die Bombe ist noch da, oder? Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fahrzeug 3. Ich alarmiere besser immer zwei dahin. Auf dem Weg. Höre. So, versuchen wir mal zu entschärfen. Alles super. Fahrzeug funktioniert. 12. Fahrzeug 12. Achtung! Ein Selbstmordversuch wurde gemeldet. Retten Sie das Opfer. Fahrzeug Versorgen 12. Sie es und transportieren Sie Fahrzeug es ab. 13. Fahrzeug 50. Fahrzeug also, wo war jetzt der Selbstmordversuch? Da, okay. Schicken wir da einfach einen Rettungswagen hin. Fahrzeug 21. Huh? Schon unterwegs. Will er nicht, oder wie? Was gibt's? Was, der Arzt versorgt keinen Patienten? Wie? Ja. Los geht's. Oh. Fahrzeug 3. Warum war wohl doch die Polizei? Fahrzeug 21. Romeo. Bin unterwegs. Sofort. Was macht denn das Kind da? Sofort. Müssen wir mal wegbringen. Nehmen wir am besten auch mal mit. Alle mitnehmen. Tango. Was gibt's? Kontrollieren wir die noch. Schlägerei, Selbstmordversuch. Wie sieht's mit der Schlägerei aus? Ah. Fahrzeug 17. Sieht gut aus. Fahrzeug 16. Sonst noch was? Ich glaube nicht.
Okay, dann würde ich mal wieder ein bisschen vorspulen, bis was passiert. Oder bis ein Auto kommt, je nachdem, was zuerst passiert. Was gibt's? So, was Kontrolle. Gibt's? Führerschein und Fahrzeugpapiere. Höre. Oh. Einer, ein medizinischer Unfall. Ich dachte schon, da wären wieder zwei. Verkehrsunfall. Oh, okay. Einsatz RDW Winterberg, Ruhe, Gefahrgut. Und so. Und der kommt auch mal dahin. Einsatz für den Löschzug Winterberg, GSG-Einsatz, 4 Florian Sauerland, Ende. Warum hängt wieder? Sage, Löschzug Winterberg, besetzen Sie den 8921, ich wiederhole, besetzen Sie den 8921, Florian Sauerland, Ende. Okay. Ist der Funk ausgefallen? Meine Kamera geht nicht mehr. Hallo? Oh, jetzt muss ich wieder einen Techniker anrufen. Oh. Ah. Ich habe einfach einen Pfeil nach rechts gedrückt und dann auf Enter. Wahrscheinlich habe ich dann einfach auf Überspringen oder Ignorieren geklickt. Wahrscheinlich war da wieder eine Meldung im Hintergrund, eine Fehlermeldung. So, ich würde mal sagen, mit dem sperren wir erstmal ab. Bin unterwegs. Am besten da. Florian Sauerland, Notfall-Einsatz RTW 7831. Ich wiederhole Notfall-Einsatz RTW 7831. Florian Sauerland. Der geht mal um. Oder der geht da mal absperren. Nein. Hier Florian Sauerland mit einer Durchsage für den LNA Hochsauerlandkreis. Melden Sie sich auf der Leitstelle, Florian Sauerland, Ende. Versuchen wir mal, die ein bisschen zu retten. Hier Florian Sauerland, Einsatz für die SEG des DRK Winterberg. Massenanfall von Verletzten. Besetzen Sie Ihre Fahrzeuge, Florian Sauerland, Ende. Ja? Was gibt's? Okay. Also ich glaube, die Person war es am meisten Fall. Nein, nicht abtransportieren. Hallo. Na toll, jetzt müssen sie neue Notfallkoffer holen. Was soll denn das jetzt? Ist ja ganz toll. So, als müssen wir hier erstmal Gefahrgut prüfen, ne? Kein Löschversuch mit Wasser oder Schaum. Weiträumig absperren. Wie soll man das denn sonst löschen? Also dann werden wir wohl erstmal die Leute da wegbringen müssen, ne? Fahrzeug 13. Fahrzeug 21 auf dem Weg. Fahrzeug 44. Mitgemacht. So. Die können jetzt wieder behandeln. Hoffe ich mal. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Yankee. Sofort. Was gibt's? So, bauen wir mal hier das Zelt auf. Höre. Und die Notärzte gehen nochmal hin. Auf dem Weg.
Ah, da ist der mit den Tragen. Bin unterwegs. Oder da sind die mit den Tragen. Höre. Bin unterwegs. So, ja. Die können mal eigentlich zurückgehen, aber... Ja. Auf dem Weg. Höre. Was? Beckenkompressionsschmerzen, okay. Höre. Schon unterwegs. So, dann wollen wir mal aufräumen, ne? Damit wir da eventuell noch Leute rausschneiden können oder so. Vielleicht können wir das Gefahrgut-Ding direkt mal abschleppen. Bevor wir da was machen. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Ja, der Notarzt muss nicht begleiten, die kommen nur ins Zelt. Hallo? So, das hat funktioniert. Sehr gut. Dann können wir mit dem vorfahren, denke ich mal. Wenn der da weg ist. Schon unterwegs. Habe verstanden. Höre. So, dann schauen wir mal, ob da Eingeklemmte sind, ne? Ja. Scheinen aber keine Eingeklemmten zu sein. Was gibt's? Okay. Ja? Bin unterwegs. Okay. Was gibt's? Ist in Arbeit. So, ne? Ja? Ja? Und die Person da noch. Was gibt's? Fahrzeug 4. So, dann können wir die anderen schon abschleppen. Ja. Die können theoretisch das mal abstellen oder das ist der Notarzt. So, da können die jemanden rausholen gehen und mitnehmen. Höre. Okay. So, wie viele Verletzte haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Einer kommt raus, einer rein, also 4 Stück. Ne? Haben auch wir 4 RTWs. Vier Stück und 4 Notärzte. So, einfach dahin. Hier Florian Sauerland mit Einsatz für den RTW Sundern. Sie fahren mit Sonderrechten nach Winterberg. Achtung, Achtung, hier Florian Sauerland, Einsatz RTW Meheim. Hier Florian Sauerland mit Einsatz für den Rettung Sauerland 18311. Sie fahren mit Sonderrechten nach Winterberg. Hab ich ganz vergessen. Ja. Hier Florian. So, dann ist das ja auch gleich erledigt schon. Hubschrauber fliegt jetzt weg. Hat er seinen Dienst erfüllt? Fahrzeug 22, sofort. Fahrzeug 21. Ja. 1, 2. So, und dann noch 2, ne? Ich guck nochmal nach. Ja, 2 Stück sind noch da. Müssen wir nur noch auf die Notärzte warten auch.